Was geht Leute von heute? Mein Name ist Rabix und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. In diesem Video wurde ich wieder von drei Tryhards abgefuckt und wie das ausgegangen ist, das erfahrt ihr gleich. Ich war also in der Open Lobby. Ganz normal, wollte eigentlich eine neue Methode aufnehmen, wie man richtig gut Geld macht. Und das möglichst legal, effizient und ohne viel Tamtam. Ich bin also ein bisschen mit meinem Buzzard rumgeflogen, wollte ganz normal ein bisschen Headhunter machen, um ein bisschen Geld zu verdienen und was mir da nicht so ganz aufgefallen ist, war der Killfeed. So, man kann hier unten links im Killfeed sehen, dass relativ häufig dieser Name Joxan Jues oder wie auch immer da aufploppt. Ganz offensichtlich ein Typ, der gerade richtig Spaß daran hat, eine ganze Lobby abzufangen. Habe ich aber gar nicht so drauf geachtet. Ich habe gar nicht auf den Killfeed geschaut, habe mich gar nicht wirklich so interessiert, weil ich wirklich nur diesen Geldguide aufnehmen wollte. Nach einer gewissen Zeit wurde ich dann von einem Abonnenten begrüßt, der sich ebenfalls in der Sitzung befand. Und hier an dieser Stelle, Grüße gehen raus an dich, Likey, du alte Schimmelwurst. Und warum ich ihn hier und jetzt als Schimmelwurst bezeichne, werdet ihr gleich sehen. Ich also in der Lobby erstmal weiter mein Ding gemacht und mir ist absolut nicht aufgefallen, dass dieser Joxan immer noch alles killt, was da rumläuft. Naja, und der gute Likey dachte sich dann nach einer Zeit so, kill ich doch einfach mal den, der hier die ganze Zeit so richtig heftig am Schwitzen ist in der Lobby. Kurz nachdem er ihn dann gekillt hat und ich im Terabyte die nächste Mission starten wollte, hat er mich dann gebeten, ihn in mein CEO einzuladen. Und hier an der Stelle muss ich nochmal sagen, ich hatte absolut keinen Plan, wen Likey gerade eben vor kurzer Zeit noch gekillt hat. Beziehungsweise mir ist auch gar nicht der Killfeed aufgefallen, um ehrlich zu sein. Ich ihm dann geschrieben, dass ich gleich fertig bin und dass ich ihn dann später noch ins CEO einlade. Hab den Job erledigt, noch ein bisschen mein Ding gemacht, hier noch ein Fahrzeug weggebracht. Und in der Zeit hat Likey sich dann mit diesem guten Joxan angelegt. Ich habe das dann natürlich später gesehen, dachte mir so, ach komm, Likey wird das schon irgendwie hinkriegen. Hab ihn dann also in mein CEO eingeladen und gehofft, dass er das irgendwie regeln wird. So, der gute Likey war ihm dann halt leider ein bisschen unterlegen, was aber auch nicht so schlimm ist und hat sich dann quasi entschieden, sich aus dem Kampf zurückzuziehen. So, was er aber dann wahrscheinlich nicht wusste, ist, dass dieser Joxan ein absoluter Schwitzer ist und ihn dann auch noch bis zum Ende durchverfolgt. Also, was macht ein Tryhard, um ein Opfer quasi noch weiter und schneller zu verfolgen? Er bringt sich um, registriert sich als MC und was schnappt er sich als MC? Ein MK2 Oppressor Loopbike. Natürlich. Ich habe das natürlich wahrgenommen und auch gesehen, aber ich habe ihn ehrlich gesagt noch nicht wirklich ernst genommen und habe mir noch nichts dabei gedacht. So. Naja, allerdings hat er dann gesehen, dass ich im Heli unterwegs bin und hat sich dann schnell entschieden, nicht mehr dem guten Likey zu folgen, sondern mir. So, und hier ist direkt der erste Tipp für euch. Stellt die Minimap um auf erweitertes Radar und gewöhnt euch daran, mit dem erweiterten Radar zu arbeiten. Vor allen Dingen im Free Mode. Oder sagen wir eigentlich nur im Free Mode. Dadurch, dass ich das erweiterte Radar aktiviert hatte, konnte ich sofort sehen, dass er jetzt mir mit dem Oppressor MK2 folgt und nicht mehr dem Likey. Ich mich quasi schon darauf vorbereitet, dass er mich gleich angreifen wird, bin dann hinter meinem Autolagerhaus gelandet und habe dann mit einem MG auf ihn gewartet. So, und er war dann tatsächlich so dumm und ist richtig flach über mich drüber geflogen. Weiß auch nicht, was er sich gedacht hat. Auf jeden Fall kann ich euch hier auch schon mal den Tipp geben, ein guter Konter gegen Oppressor MK2 Bike, wenn die flach fliegen, holt das MG raus. Hat eine super Range, könnt ihr ihn locker mit runterholen. Auf jeden Fall war ich leichtsinnig genug, einen Autoverkauf zu starten. Ich dachte irgendwie, dass der irgendwo anders spawnt und nicht so schnell an meinem Autolagerhaus ist. Und ich hätte nicht damit gerechnet, dass der Spawn-Bildschirm so lange dauert, dass er quasi locker die Zeit hat, mich da rauszuschießen. Ich also rausgefahren und zack, da bin ich auch schon tot. Er hat sich dann natürlich dazu entschieden, mein Auto auch noch zu zerstören. Super. Da habe ich mir natürlich erstmal gedacht, na super, geil, ich wollte einfach nur ein Fahrzeug verkaufen und jetzt schleppt er mir hier so einen an. Naja gut, gehe ich mit der MK2 Marksman hin und versuche ihn zu holen. Beim ersten Fight dann quasi komplett reingeschissen, mein Aim absolut null on point, keine Ahnung, was da mit mir los war, komplett daneben geschossen. Ich wollte eigentlich einfach nur mein Auto verkaufen, mehr nicht. Ich war schon ein bisschen abgefuckt, ich dachte, das kann jetzt nicht sein. Ich dann erstmal dem Likey geschrieben, was er mir denn da schon wieder anschleppt, weil ich einfach nur mein Auto verkaufen wollte, wenn nicht. So, blöd an dieser Stelle natürlich wieder, ich hatte wieder meine Explosniper am Start. Ist halt hier in diesem Punkt nochmal gesagt, eine absolute Noob-Waffe, ist klar. Aber wenn es halt darum geht zu überleben, ist sie immer noch ziemlich gut. Ich dann also erstmal den Kill zum Ausgleich gemacht. Alles gut und schön. Der gute Likey sich dann bei mir entschuldigt, ist auch kein Problem gewesen. So, und hier kann ich euch direkt die nächsten Tipps geben. Wenn ihr das Waffenrad öffnet, dann könnt ihr auch mit der Feuertaste die Waffe wechseln.
Und während ihr mit dem Sniper scoped, könnt ihr das Waffenrad ebenfalls öffnen, rüber auf den Raketenwerfer switchen und dann genau dahin schießen, wo ihr gerade mit dem Sniper hingeaimt habt. Und genau so konnte ich ihn dann holen. Hier wollte ich ihn dann eigentlich mit Granatenwerfer holen und dann mit MG, habe aber komplett vercheckt, dass er MCO ist und natürlich BST schluckt. Ich hatte kein BST aktiv. Als ich dann gemerkt habe, okay, der schluckt die ganze Zeit BST, dann passe ich mich doch an und mache das auch. Er mir also erstmal den dritten und für eine ganze Zeit lang letzten Kill gedrückt. Da ich jetzt wusste, wie er drauf ist und wie er fightet, habe ich mich natürlich angepasst und gekontert, sagen wir mal so. Erstmal ein paar Kills mit der Explosniper geholt und dann hier eine Kombination aus Explosniper und Marksman-Gewehr. So, das ist hier sehr wichtig, Leute. Wenn ihr eine Explosniper habt, dann müsst ihr Munition sparen. Das heißt, ihr schießt ihn einmal an, wenn ihr ihn trefft, dann fliegt er auf den Boden und dann switcht ihr rüber zur Marksman und killt ihn dann damit. So spart ihr Munition. Und ihr wisst, wie schnell Explosniper-Munition weg ist. So, jedes Mal, wenn ihr angekratzt worden seid von Polizei oder sonst wem, ihr seid nur noch Half-Life, quasi mit der Heavy-Sniper-One-Shot, dann sprengt euch in die Luft. Ihr spawnt neu und ihr habt wieder volles Leben. Und ja, das geht voll in die Kategorie Try-Harder. Und natürlich auch wieder in die Kategorie dreckiges Gameplay. Aber so spielt man GTA heute. Ich möchte hier an dieser Stelle natürlich sagen, es ist jedem selber überlassen, wie er kämpft, wie er das Spiel spielt. Ich möchte euch hier nur die besten Strategien und Taktiken zeigen, wie ihr auch gegen Tryharder dominieren könnt, eure KD schont bzw. pusht und einfach kurz gesagt in diesem Spiel auch überlebt. Jeder kann sich natürlich wie gesagt aussuchen, wie er kämpft. Ich zeige euch hier nur alles, was möglich ist. So, bei der Wahl der Explosive-Waffen ist ganz wichtig Lenkraketenwerfer, Panzerfaust und Granatenwerfer. Mit dem Granatenwerfer könnt ihr einfach über hohe Gebäude, Brücken oder sonst was schießen und dem so aus der Entfernung holen. Wenn ihr mit dem Granatenwerfer schießt, dann müsst ihr mit der Minimap arbeiten. Das heißt, die Spitze eures Pfeils unten auf der Minimap muss genau auf euren Gegner gerichtet sein. Nicht ein Stück nach links, nicht ein Stück nach rechts. Nein, muss genau auf dem Gegner drauf sein. Auf dem Punkt vom Gegner auf der Minimap. Dann erst könnt ihr ihn treffen. Und dann spammt ihr einfach die Granaten übers Gebäude rüber. Und natürlich haben diese Shots ein bisschen mit Luck zu tun, ist ganz klar. Hier auch auf jeden Fall gesagt, wenn ihr sniped, dann geht auf jeden Fall in die Ego-Perspektive. Und wenn ihr hier in diesem Fall merkt, dass der Gegner ziemlich nah dran ist, geht sofort aufs MG und holt ihn mit dem MG weg und Auto-Aim. Und dann hat sich auch schon der Nächste mit eingemischt. Ich aufgrund meines Super Marksman-Aims ein paar Mal kassiert. Ich muss dazu sagen, ich spiele nicht oft Marksman, weil Marksman macht einfach keinen Spaß. Marksman ist einfach kein Skill, so. Das entschuldigt jetzt quasi nicht, dass ich damit nicht getroffen habe, aber es ist einfach kein Skill. Genau wie Explosniper auch kein Skill ist. Obwohl sich Likey wirklich sehr viel Mühe gegeben hat, da mitzuhalten und auch ein paar Kills zu machen, konnte er leider nicht viel ausrichten. Das habe ich dann natürlich gemerkt und habe ihm vorgeschlagen, sich in den Panzer zu setzen, den ich dann spawnen lassen wollte. Damit er quasi, während ich fighte, sie von hinten irgendwie ein bisschen abfuckt. So. Oder wenigstens safe ist. Ich habe mir dann erstmal einen Buzzard geholt und wollte dann damit noch ein paar Kills machen. So, mit dem Buzzard kam ich allerdings nicht weit. Ich konnte einen Ausgleichskill machen und dann, was macht ein Tryhard natürlich? Sich als MC-Präsident registrieren und dann sofort Oppressor MK2 bestellen. Das ist auch die absolute Kontermethode gegen den Buzzard. Da kann ich nichts sagen. Das ist die beste Kontermethode gegen den Buzzard. MC-Präsident registrieren, MK2 Oppressor raus und zack, Buzzard ist weg. Theoretisch gesehen. Ich das also gesehen, der ersten Rakete ausgewichen, wollte dann aus dem Buzzard rausspringen und ihn dann wieder mit dem MG holen. Leider habe ich komplett verämt und ihn leider nicht getroffen. Naja, egal. Dann ging es weiter, auf zum nächsten. Der Joxan, der hat ordentlich aufs Maul bekommen von mir, wie man auch im Score sehen kann. Und da er halt auch die ganze Zeit mit Marksman nur rumgeballert hat und wirklich nur BST und Marksman gemacht hat, der hat mich nicht einmal mit einer Heavy abgeschossen, dachte ich mir, komm, egal, machst du dasselbe. Und zack, er hat tatsächlich entschieden, mich mit einer Orbitalkanone zu töten. Ich dachte mir natürlich erstmal so, geil, 750.000er Ehrenkill. Wenn jemand 750.000 Dollar ausgibt, um einen Kill an euch zu kassieren, Leute, ich würde das als Ehre nehmen. Ich wäre darüber nicht abgefuckt. Ich sehe das als Ehre. Das heißt im Umkehrschluss, der hat so viel Schiss vor euch oder hält euch für so gut, dass er euch mit einer Orbitalkanone killen muss. Anders geht's nicht. Oder wie? Nach diesem Szenario hat sich dann noch ein Dritter dazu gesellt. Anfangs schienen sie irgendwie noch nicht wirklich zusammenzugehören, aber im Endeffekt hat sich das dann doch als anders rausgestellt. Da hatten wir also Tryhard Nummer 3 im Jet. So, wenn ihr gegen den Jet fightet, ist es immer gut, Base zu spielen. Base heißt quasi, ihr werft eine Halfbombe auf den Boden und versucht ihn dann mit einem Raketenwerfer aus der Luft zu geiern.
Das erfordert wirklich sehr viel Übung und ich habe es auch lange noch nicht drauf. Aber wer die Kills beherrscht, der hat wirklich Skill, Leute, das kann ich euch sagen. Dabei müsst ihr allerdings bedenken, dass der Lenkraketenwerfer, dass die Rakete wesentlich schneller ist als von der normalen Panzerfaust. Das müsst ihr auf jeden Fall mit berücksichtigen. So, wenn Tryharder richtig am Schwitzen sind, das merkt man dann daran, wenn sie angehittet werden, dass sie sich umbringen. Das ist das Ehrenloseste, was es gibt. Aber was spielt im freien Modus heutzutage Ehre schon für eine Rolle, oder? Und der gute Guremeza oder wie auch immer wieder vom Radar verschwunden. Sie sind schon zu dritt gegen mich und trotzdem muss einer noch vom Radar verschwinden. Das heißt, die drei haben sich richtig in die Hose gekackt, Leute. Das kann ich euch sagen. Später haben sie dann irgendwie alle drei auf jeden Fall komplett miteinander zusammengearbeitet. Beziehungsweise eigentlich schon weit vorher. Ich hab's nur nicht gemerkt. Ich dachte, die hätten erst in der Stadt zusammengearbeitet. Wir also in der Stadt weitergemacht. Ich den ersten vom Oppressor runtergeholt, der andere hat sich da irgendwo hinten auf so einem Gebäude verkämmt. Und Yoxan halt immer noch auf dem Boden mit BST und Marksman. So wie die ganze Zeit auch schon. So wie man hier im Score sehen kann, war ich ziemlich gut im positiven Bereich. In dieser Szene war ich ein bisschen zu greedy. Da wollte ich ein bisschen zu viel. Ich habe also den ersten geholt, dann den zweiten geholt und dann dachte ich mir, komm, den dritten holst du dir auch noch. Allerdings war ich komplett lowlife und die hätten mich nur anpusten müssen und ich bin umgefallen. Und genau das ist dann auch passiert. Deshalb seid im Kampf bloß nicht zu gierig. Wenn ihr merkt, ihr seid wirklich One-Shot, dann bringt euch um. Und gegen drei Leute ist diese Methode gar nicht mehr so dreckig, sich umzubringen. Im 1 gegen 1 ehrenlos hoch 1000, beim 3 gegen 1 nicht ganz so ehrenlos. Weil es ist ja komplett unfair, 3 gegen 1. Wenn ihr die Methode macht, dass ihr mit dem Sniper quasi voraimt und dann mit der Rakete schießt, benutzt immer den Lenkraketenwerfer, weil der der schnellere Raketenwerfer ist. Die Rakete kommt einfach viel schneller beim Gegner an. Gut, die Panzerfaust hat halt eine höhere Explore-Range. Und die Panzerfaust würde ich euch nur empfehlen, wenn ihr quasi den Gegner hinter der Ecke erwartet. Und dann hinter der Ecke quasi den Kill kriegen wollt. Dann nehmt die Panzerfaust, weil die eine größere Explore-Range hat. Wenn ihr den Gegner allerdings seht und er sich erstmal nirgendwo verstecken kann oder so, dann nehmt den Lenkraketenwerfer. Wenn er jetzt zum Beispiel offen auf der Straße rumsteht oder so, nehmt den Lenkraketenwerfer. An dieser Stelle will ich euch noch ein kleines bisschen zu mir erzählen, Leute, quasi. Mir wurde zum Beispiel im letzten Gear Thunderlord Video vorgeworfen, ich hätte einige Tode rausgeschnitten. So, das ist absoluter Bullshit, Leute. Ich habe es nicht nötig, in dem Sinne, meine Tode rauszuschneiden. In dem Video zum Beispiel konnte ich jetzt nicht wirklich alles reinpacken, sonst wäre das Video viel zu lange. Aber man kann immer noch unten schön die Scores sehen. Ich lasse immer schön extra die Scores drin, damit ihr seht, wie es abgelaufen ist. Ich bin niemand, der nur im Jet, nur im Heli oder sonst wo rumfliegt. Ich bin aber auch keiner, der nur am Boden fightet. Ich mag alles. Sämtlich PvP bin ich voll dabei. Dogfight, Helikopter, alles. Das Einzige, was ich nicht so mache, ist Run and Gun und Base spielen. Also Run and Gun erfordert auch viel Skill, ja, weiß ich. Aber das ist so viel mit Auto-Aim und ich bin nicht so der Fan von Auto-Aim, um ehrlich zu sein. Ich bin auch niemand, der seine KD unbedingt so schützen muss. Natürlich könnte ich jetzt die ganze Zeit im Jet rumfliegen und dann hätte ich auch eine 50er KD oder was weiß ich nicht was. Ständig Passivmodus gehen, nur damit ja keiner meine KD ankratzt. Aber dadurch wird man doch nicht besser, Leute. Nur wenn man sich richtig in die Scheiße reinbegibt quasi. Richtig am Fighten ist, dann wird man besser im Spiel. Und nicht, wenn man sich die ganze Zeit im Passivmodus versteckt. Ich will damit nicht sagen, dass ich nicht auch manchmal in den Passivmodus gehe. Ich gehe auch in den Passivmodus erst dann, wenn ich finde, das Duell zwischen zum Beispiel zwei Fahrzeugen wie Savage und Oppressor MK2 ist unfair. Oder wenn halt der absolute Oberkonter kommt. Wenn ich jetzt im Heli unterwegs bin und der fliegt mit einem Jet auf mich zu, dann werde ich nicht versuchen, mit einem Heli den Jet anzugreifen. Also mit einem Buzzard oder so. Dann werde ich mich umbringen. Und nicht mal dann würde ich in Passiv gehen. Ich würde mich, glaube ich, eher umbringen und wegteleportieren. So. Ich finde Passivmodus ganz ekelhaft, ehrlich gesagt. Aber ja, es gibt auch Situationen, da gehe auch ich in Passivmodus. Zum Beispiel jetzt haben wir ganz viele in der Lobby rumlaufen, die den God-Mode-Glitch machen. Gegen den God-Mode-Glitch machst du gar nichts. Da kannst du so viel Skill haben, wie du willst. God-Mode ist God-Mode, da gehe ich auch in den Passivmodus. Da könnt ihr mir auch nichts vorwerfen. Ich mache gern faire 1 gegen 1. Only Heavy, halt mit Regeln. Und ich bin lange nicht mehr der Typ, der sich auf seine KD einen runterholt. Aus dem Alter bin ich einfach raus, Leute. Eine gute KD zeigt natürlich so ein bisschen den Spielstil und auch ein wenig, ob man es drauf hat, sage ich mal, aber nicht in allen Fällen. Ich habe auch schon Leute getroffen, die hatten eine 1,3er KD und die waren einfach viel zu krass. Die haben mich auseinandergenommen. Was ich damit sagen will, ist, dass KD nicht alles aussagt. Auf keinen Fall.
Andersherum kann man bei den Leuten sehen, die zum Beispiel eine über 20, über 10er KD haben oder 30, 40, 50, das sind alles die Leute, von denen ich vorher gesprochen habe. Das sind Leute, die sind da nur im Jet, Heli oder sonst was unterwegs und ständig im Passivmodus, wo es nur geht, versuchen die nicht gekillt zu werden. Das kann man ganz offensichtlich sehen bei jedem, der diese KDs hat, sobald man dann gegen die fightet, wie oft die sich im Passivmodus befinden. Und Leute, ihr könnt mir jetzt irgendein gegenteiliges Beispiel nennen. Ich kann euch sagen, diese Person wird sich fast 24/7 im Passivmodus befinden, wenn sie irgendwo unterlegen ist. Ich persönlich habe zum Beispiel einen enormen Respekt vor den Leuten, die mit ihrem allerersten Account eine KD von 2 plus haben. Eine KD von 2-3 zum Beispiel, 2-3 plus mit dem allerersten Account quasi, das ist eine Top-KD für mich. Da müssen natürlich noch die Kills dazu stimmen und nicht gerade das Game erst angefangen haben. Am besten sind das noch Spieler, die das Game schon auf der PS3 gezockt haben und dann mit dem ersten Account auf die 4 geswitcht sind und dann trotzdem eine 2 plus KD haben. Und alles, was dann über 2 plus geht auf dem ersten Account, ist top. Weil da war man noch Anfänger, da hat man das Game angefangen, da hatte man noch keine Ahnung, da gab es noch kein Schwitzen, da gab es noch keine Tryharder. Wer eine über 2 KD hat auf seinem allerersten Account und GTA quasi auch schon auf der 3 gezockt hat, das sind gute Leute für mich, finde ich. Und die können dann auch auf ihre KD stolz sein. Also Leute, wenn ihr da draußen seid und ihr seid auch auf eurem ersten Account und ihr habt eine 2er, 3er oder sonst was KD, dann bekommt ihr auf jeden Fall den größten Respekt von mir, Leute. Das kann ich euch sagen. Da kann mir jetzt jeder reinschreiben, ich habe eine 11er KD, ich habe eine 7er KD, ich habe eine 9er KD. Das sind dann meistens die, die einen 2er Account haben und dann wirklich voll auf ihre KD geachtet haben. Und das zählt dann nicht. Wenn man gut ist in dem Spiel, man macht sich einen 2er Account und hat dann eine krasse KD, Das sagt nichts über einen aus. Gar nichts. Naja, gehen wir mal wieder zurück zum Fight. Aus 3 Tryhardern wurden dann ganz schnell nur noch 1 Tryharder. Die anderen hatten keinen Bock mehr, haben gemerkt, ich war wohl ein bisschen zu überlegen, keine Ahnung. Und haben sich dann verpisst. Aber nicht so Joxan. Joxan hat noch weiter geschwitzt. Joxan wollte gar nicht aufgeben. Joxan wollte bis zum Schluss weitermachen. Ich habe dann also kurz meine Munition gewechselt, weil ich ja vorher noch Explo-Munition drin hatte, zur normalen Heavy-Munition. Und dann habe ich immer die Kombination gemacht, ein Heavy-Shot, rübergewechselt auf Marksman und ihn dann damit gefinisht. Ich habe vorher zwar noch nie wirklich viel mit Marksman gespielt, aber hier, als ich das Video gedreht habe quasi, als ich das aufgenommen habe, ist mir eins aufgefallen. Man sieht, wenn man quasi Marksman-Duelle macht, immer, dass die Gegner immer hin und her ziehen, hin und her, hin und her. Einfach immer links, rechts, links, rechts, links, rechts. So, da habe ich mir gedacht, irgendwie treffe ich mit dieser Methode aber nichts. Und er anscheinend auch nicht immer so. Safe. Also habe ich mein Movement ein bisschen überdacht. Und dachte mir, komm, jetzt machst du mal längere Züge. Ziehst mal länger nach links oder länger nach rechts. Und genau so konnte ich ihn dann quasi fertig machen. Der hat nichts mehr getroffen, als ich das Movement verändert habe. Ich hatte mal länger nach links gezogen, kurz nach rechts wieder, dann länger nach rechts, kurz nach links und so weiter. Immer mal kurz nach links, bisschen hin und her jiggeln, dann lange nach rechts und dann wieder kurz hin und her, dann nach links, wieder nach rechts, sowas. Ihr müsst auch ein bisschen auf euer Movement achten, dass ihr das immer wieder verändert, damit sich der Gegner quasi nicht so ein Bild von euch einprägt. Weil irgendwann, das ist unterbewusst, da habt ihr das Movement von dem Gegner einfach drauf. Ihr wisst einfach, wie er läuft. Und weil man bei der Sniper immer vorhalten muss, um zu treffen, ist das natürlich dann essentiell quasi, um den Gegner fertig zu machen. Also achtet beim Snipen auch immer auf euer Movement. Macht nicht immer die gleichen Bewegungen. Verändert eure Bewegung. Der letzte Stand, der das Spiel quasi noch aufgenommen hat, war 42-14 für mich. Einfach irgendwie aufgehört, den Score weiterzuzählen. Was ich immer noch nicht verstehe, warum. Vielleicht weiß es ja einer von euch. Keine Ahnung. Merkt euch diesen Score 42-14. Das ist ganz wichtig. Als ich dann gemerkt habe, dass ich ihn absolut überlegen bin und ihn absolut nass mache, habe ich ihn nochmal ein bisschen provoziert. Natürlich hat er auch ein paar Kills gemacht. Solltet ihr mit Thermalscope spielen, dann nutzt das für euch. Ihr habt damit so eine heftige Range. Und zwar in dem Sinne, wenn ihr den Namen oder den Spieler nicht mehr sehen könnt, dann packt das Thermalscope drauf und ihr seht noch einen ganz kleinen roten Punkt. Und dieser kleine rote Punkt ist der Spieler. Egal wie weit der weg ist, diesen kleinen Punkt seht ihr. Und ihr könnt ihn damit immer noch treffen. Und mit dieser Variante könnt ihr sogar durch Gebäude durchschießen. Das heißt, ihr seht nur noch diesen ganz kleinen Punkt, das ist der Spieler und damit könnt ihr halt wirklich durch Gebäude durchschießen, ist der Hammer. Das ist natürlich nicht fair und ist auch wieder richtig dreckig, aber es ist möglich. So, nach einer Zeit hat er dann aber doch das Snipen aufgegeben, weil ich ihn absolut zerstört habe.
und hat sich dann in den Night Shark begeben und wollte mich damit killen. So, hier der Tipp an euch. Wenn einer mit einem Fahrzeug auf euch zufährt, mit einem gepanzerten Fahrzeug, egal was, auch wieder die Methode Haftbombe auf dem Boden und dann versucht ihr den da rauszuballern. Kurz bevor er euch erreicht, bringt ihr euch um, sprengt euch in die Luft. Das hat den Sinn, dass ihr dem Fahrzeug ordentlich Schaden macht und dann vielleicht sogar noch die Möglichkeit habt, ihn rauszuschießen. So, beim Night Shark ist das aber, wie man hier sehen kann, fast unmöglich, einen da rauszuballern. Deswegen, am besten legt ihr noch ein paar Haftbomben mehr auf den Boden und wenn er dann über euch drüber fährt, dann hat er erstmal einen Schaden von 5 Haftbomben kassiert. Wenn er dann so dumm ist und einfach noch weiter über euch drüber fährt, wird er irgendwann explodieren. Da er mit dem Night Shark rumgedüst ist, habe ich mich dann entschieden, nochmal einfach in den Buzzard einzusteigen. So, und dann kriege ich eine ganz interessante Nachricht von ihm. 28-24, I win invalid. So, er wollte mir also quasi weismachen, dass er 28-24 gegen mich führt. So, jetzt habt ihr aber noch den Score im Kopf wahrscheinlich, ne? Den vorherigen. Roxa hat einfach aufgehört zu zählen, weil es schon peinlich wurde, glaube ich. 42-14 war der letzte Score und er will mir jetzt erzählen, obwohl da noch keine Ahnung wie viele Kills danach noch kamen, will er mir erzählen, dass er 28-24 gegen mich führt. Alter. Und wenn jetzt hier wieder die Leute kommen von wegen, das hat er dir bestimmt vorher geschrieben und das hast du nach da reingecuttet, das brauche ich nicht, Leute. So einer, der kommt dann einfach in die Kategorie absoluter Vollidiot. Entschuldigung, aber das kann ich nur dazu sagen. Ich habe ihm dann halt geschrieben, dass ich ihn zwar über 50 Mal gekillt habe, aber nicht so schlimm war. Wir also weiter gefightet und gefightet und gefightet und er hat nur kassiert und kassiert und kassiert. Ich weiß gar nicht, wie man noch so eine Motivation haben kann, wenn man so aufs Maul bekommt, immer noch weiterzumachen. Das ging mir nicht in den Kopf rein, Leute. Absolut nicht. Ich glaube, der Typ war wirklich der festen Überzeugung davon, dass er in Führung gegen mich liegt. Dann endlich, Leute, nach 2 Stunden Fighten, ungelogen, hat er dann endlich aufgegeben. Man kann dann hier sehen, dass sich dann beide im Passivmodus befunden haben. Der andere hat schon längst verlassen, der hatte schon vorher keinen Bock mehr. Das war ungelogen einer der längsten Fights, die ich je hatte. Ich hoffe, ihr konntet aus diesem Video ein bisschen was lernen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps bringen. Und hoffe natürlich ebenfalls, dass euch das Video gefallen hat. Also Leute, haut rein und bis zum nächsten Mal. Like Dan with the white van.